In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir heute eine Woche nach Pfingsten den Dreifaltigkeitssonntag begehen, dann berührt das einen sehr wichtigen und zentralen Punkt. Generell der Art und Weise, wie wir denn glauben und was wir unter Glauben verstehen. Der Sonntag erweckt ein wenig den Eindruck, als hätten wir durchaus etwas Wichtiges, aber diese Lehre von der Dreifaltigkeit auf diesen Sonntag gelegt, weil das für das normale Leben ein bisschen zu kompliziert ist. Also wie soll man das denn erklären, Dreifaltigkeit? Was soll man denn darunter verstehen? Das sollen wir doch besser wahrscheinlich den Theologen überlassen. Und einige von uns sagen heute, ja, das ist ohnehin eigentlich im Neuen Testament großes Fragezeichen. Und dann hat sich das später entwickelt und eine hochkomplizierte und verflochtene Lehre hat sich dann im Hochmittelalter gebildet. Und da ist halt dieser Sonntag draus geworden. Aber sonst, bitteschön, lasst uns doch mit diesen Spekulationen in Ruhe. Wenn wir den Dreifaltigkeitssonntag begehen, schließt er uns etwas auf, was ein ganz zentraler Punkt unseres christlichen Lebens ist. Wir brauchen eigentlich nur, wie immer, auf die Schrifttexte zu hören, um zu erfahren, wie zentral und wichtig dieser Punkt ist. Wenn Paulus uns zuruft im Römerbrief, und er hat das schon vorher im 6. Kapitel erklärt, dass wir Kinder Gottes oder wie Paulus sagt, Söhne Gottes sind, indem wir Abba, Vater rufen dürfen, dann geht es ja gerade bei der Dreifaltigkeit, beim innersten Wesen Gottes, nicht um etwas Spekulatives oder etwas, das Menschen später in Gott hineingelesen haben. Das, was uns bis heute Muslime vorwerfen, mit der Inschrift im Felsendom. Ihr von der Schrift sagt nicht drei, sondern nur einer. Das ist ein Missverständnis auf Seiten der Muslime. Wir sagen nicht drei, aber wir verehren die Dreifaltigkeit. Warum? Weil die Heilige Schrift sie uns nahe bringt, weil Gott sich selber uns so vorstellt. Und hier sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt, wie so oft. Wo ist der Ausgangspunkt, um das Recht zu verstehen? Liegt der Ausgangspunkt bei mir selber, bei meinem Horizont, bei dem, was ich verstehe, was ich in der Lage bin zu begreifen, was mir erklärt wird? Oder geht es beim christlichen Glauben nicht darum, anzunehmen, was auf uns zukommt, anzunehmen, was uns ausgerichtet wird? Heute, wir erleben das ja, wird alles so weit heruntergebrochen, auch was die Ansprüche angeht, was den Glauben angeht, sodass das alles ein Easygoing ist. Sehr wichtig. Keine Barrieren, niedrigschwellig, das ist das absolute Zauberwort. Niedrigschwellige Angebote. Wo steht das eigentlich im Evangelium? Ich lese das nirgendwo. Jesus fordert permanent heraus, mit jedem Satz, den er sagt, mit jedem Wort, das er spricht. Ich lese da nichts Niedrigschwelliges. Wer hat uns eigentlich das eingeredet, dass Christentum nicht anstrengend ist? Dass es uns fordert. Und zwar nicht nur unsere Lebensform, sondern auch unseren Grips. Sofern vorhanden, muss man ja manchmal sagen. Aber er ist vorhanden. Es ist eine Gabe Gottes. Jedem und jeder von uns gegeben. Und zwar so, dass wir ihn brauchen. Dazu haben wir den. Das ist also das Erste.
dass wir nicht von uns ausgehen, von unserem kleinen Muster, das wir manchmal haben, gerade wenn wir beginnen, darüber nachzudenken, sondern das annehmen, was auf uns zukommt, was wir in der Heiligen Schrift lesen, was die Kirche bekennt. Und damit ist schon ein Scharnier angezeigt, wie wir da weitergehen können. Das ist ja nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir nicht ein abstraktes Fest feiern, eine spekulative, theologische, hochentwickelte Idee, sondern wenn wir die Paulusbriefe lesen, viele sogenannte trinitarische Formeln, also Formeln, die die Dreifaltigkeit einfassen, die sie bekennt, die sie bekennen, stehen am Anfang und am Schluss der Paulusbriefe, viele am Anfang. Manche sind inzwischen nach der liturgischen Erneuerung an den Beginn der Messe gewandelt als Möglichkeit. Dann hören wir dann die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wird der Gottesdienstgemeinde vom Zelebranten zugesprochen. Das ist ein Zeichen, dass sich vieles, was wir für eine abstrakte Idee halten, in den Bekenntnisformeln, das heißt in der Liturgie, im gefeierten Gebet, in der Gegenwart Gottes finden. Das ist der rechte Platz. Es sind nicht die dogmatischen Lehrbücher. Es ist auch nicht unbedingt der Katechismus. Es ist der gefeierte Gottesdienst, der die Dreifaltigkeit jeden Tag neu bekennt. Manchmal kann man lesen, etwa, dass irgendwann am Ende der Psalmen etwa das Ehre sei dem Vater eingefügt wurde, weil man offenbar Angst hatte, dass man da nicht ganz auf der richtigen Dogmatik, auf dem richtigen Bekenntnis unterwegs ist. Aber das ist viel zu eng gesehen. Wir beenden die Psalmen immer mit dem Ehre sei dem Vater, damit wir die Psalmen in rechter Weise verstehen, damit wir aufmerksam werden, was uns die Psalmen als Wort Gottes denn vom dreifaltigen Gott ausrichten, wie Jesus in ihnen betet und wie die Kirche in ihnen betet. Das ist das, was die Väter von Anfang an sagen. Wir hören in den Psalmen die Stimme Christi und die Stimme seines Leibes, der Kirche. Und deshalb an jedem Ende des Psalms, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Deshalb finden wir hier im Evangelium am Ende diese quasi schon liturgische Formel. Da sagen uns die Neutestamentler natürlich, ah ja, das haben die später dann da reingeschrieben, weil sich da schon eine gewisse Taufpraxis der frühen Kirche widerspiegelt. Aber es gibt ja kein Evangelium ohne die Kirche, wie es keine Kirche ohne das Evangelium gibt. Wir können das nicht auseinander dividieren. Wir können das nicht auseinanderreißen. Wir finden im Evangelium, im Mund Jesu, den Auftrag zur Taufe. Und das ist vielleicht unser ganz persönlicher Ansatz und Verstehenspunkt. Dass wir selber hineingehalten sind seit der Taufe in dieses innerste Geheimnis Gottes. Nicht in eine Idee, in eine Theorie oder theologische Spekulation, sondern wir sind hineingezogen in das innerste Leben Gottes. Ob wir uns daran erinnern, wenn wir wie so selbstverständlich daheim oder wenn wir in oder aus der Kirche herausgehen, das Kreuzzeichen machen, das Weihwasser benutzen, dass wir hineingezogen sind in die Gnade Jesu Christi, der sich uns zeigt mit einem menschlichen Gesicht, der uns das innerste Wesen Gottes offenbart, es uns hinhält und uns genau so rettet. Und ob wir in ihm, wenn wir sein Angesicht schauen und seinen Weg gehen und diesen Weg zunächst vielleicht von außen nur betrachten, die Liebe Gottes des Vaters sehen und nicht nur sehen, sondern sie spüren, weil sie mich meint. Und so die Gemeinschaft im Heiligen Geist, der in uns wohnt, der ganz tief seit der Taufe in uns Wohnung genommen hat und uns immer, jedes Mal, wenn wir den Mund zum Gebet öffnen, wenn wir uns hier in der Heiligen Versammlung treffen, wenn wir draußen versuchen, als Christen zu leben, und es sollte eigentlich keinen Tag geben, wo wir das nicht neu versuchen, das Wesen Gottes aufschließt. Es ist keine Theorie. Es ist eine Einladung, liebe Schwestern und Brüder, zum Leben in Gott.